Amelie? Sam? Was machst du hier? Bereit, es zu beenden, bevor alles sein Ende findet. Muss. Ich beschütze die Extinktionsentität, bis alles ausgelöscht ist. Das sechste Aussterben ist nicht zu stoppen. Egal, was du, ich oder irgendein anderer tut, der Menschheit bleiben nur noch ein paar hunderttausend Jahre, höchstens. Warum kommen wir also nicht gleich zur Sache? Akzeptieren unser Schicksal. Wie die Kreaturen vor uns. Wir alle wissen, was kommt. Warum das Unvermeidliche aufschieben? Wir mit Dooms, sie... Wir sind alle aus einem Grund hier. Wir alle sind Teil des gestrandeten Todes. Und dieser Ort, dieser verdammte Strand... Hier gibt es keine Wiederkehr, nein. Einer von uns stirbt, das war's. Er geht auf die andere Seite. Gut, oder? Der glückliche Verlierer darf diese Endlosschleife ein für alle Mal ein Ende setzen. Also, keine GDs, keine leere Stürze und keine Tricks. Nur ein guter alter Bosskampf. Stock gegen Seil, Gewehr gegen Strang. Ein letztes Ende vor dem Ende. Ein letztes Game Over. Tja, super fair, ne? Müssen wir mal das Seil ausrüsten. Das oh. Gottesteil. Komm schon! Ich finde dich. Da bist du ja. Oh, ich hab noch viel Munition. Wow. Okay, so einfach kriegt man ihn nicht. Warum dauert das so lang? Suchst du verzweifelt nach einer besseren Lösung? Wozu das alles? Das Ende, das uns allen blüht. Diesem Land, diesen Städten, diesen Menschen, allem und jedem. Warum Amerikas Pracht wiederherstellen, wenn man damit nur das Unumgängliche aufschiebt? Doch, und die Menschheit, die ist doch hoffnungslos verloren. Sogar für das Leben selbst ist die Uhr abgelaufen. So, und dies und das. Okay, so kriegen wir ihn auch nicht. Also. Oh. Jetzt gibt es nicht kein Platz für uns. Der gestrandete Tod beweist es. Die Zweifel sind zu viel. Ernsthaft, Sam, das Ding ist durch. Komm her und knie nieder. Ich meine, du bist extra hergekommen, oder?
schon, Sam. Seile und Stöcke gehörten zu den ersten Werkzeugen. Yummy. Der Vogel, da steht er. Okay. Wir haben alle Zeit der Welt, wenn dir egal ist, das Amen. Okay. Du langweilst mich, Sam. Nimm das! Nicht gut. Heute ist dein Glückstag. Alter, haben wir das Ding nie ausgerüstet oder was?
Jo. Lad schon nach. Leck mich. Okay, er bleibt schon länger, ne? Oder täuscht das? Ich brauche das Gewehr nicht, Sam. Ich kann dich schlagen. Ich kann dich schlagen! Na los! Amüsieren wir auch! Wir haben alle Zeit der Welt, wenn dir egal ist, Arme. Samuel Porter Bridges. Alles okay, Sam. Okay. Na los, amüsieren wir uns. Hast du schon genug? Ja, komm her.
Wir haben alle Zeit der Welt, wenn wir es zahlen. Wir haben alle Zeit der Welt, wenn dir egal ist, das arme Kleid. Verstehst es einfach nicht, oder? Du kannst das nicht aufhalten. Niemand kann das. Wir haben Doom, Sam. Das Ganze konnte nur auf eine Art enden. Also komm schon! Hau ab, du Vogel. Reiz doch mal. Hopp, hopp. Junge.
Bist ja ein schön angegangen, Mr. Afephosmophobie. Tja, mein Glückwunsch. Du hast das Spiel gewonnen. Aber gar nichts aufgehalten. Also, mach nur. Schon fertig. Oh oh. Fragile. Ich habe wohl einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich bin fragile. Aber ich bin nicht so fragil. Dieses Mal bist du derjenige, der zerbricht. Ist das so? Ich denke, du wirst merken, dass unser Band stärker ist. Mehr Kraft, verdammt! Oh, was ist das? Du bist ja schon zerbrochen. Was zum Teufel? Ich bin Hex. Ich bin das Gottesteilchen, das die gesamte Existenz durchdringt. Was bist du? Schätzchen, du bist bloß beschädigte Ware. Du bist die beschädigte Ware. Alter, sie geht ja gar nicht. Nimm das als Zeichen. Nimm sie mit. Sag denen mit lebenslänglichem Bodensyndrom, was passiert, wenn man eine Maske aufsetzt. Nein, behalte du sie. Sie sollten das besser von der Frau selbst hören. Und noch etwas. Ein kleines. Ich habe es mir als Ausrüstung vorgestellt und hergebracht. Würdest du? Ich hasse Babysitten.
Wohin soll ich dich schicken? Zurück nach Osten? Er braucht deine Hilfe nicht. Er hat das chirale Netzwerk. Und er hat mich. Wir springen zusammen nach Osten. Der Glückliche. Wir wissen zu schätzen, was du für uns getan hast. Echt. Aber wir kommen zurecht. Außerdem braucht man dich bestimmt bei Fragile Express. Ja. Wer könnte die kaputten Teile besser aufspüren und wieder zusammenfügen? Mit weniger als Perfektion wäre ich niemals zufrieden. Fragile? Wir sind quitt. Wir schulden uns nichts. Es gibt nichts mehr zu sagen. Bis dann, Sam. Komm schon. Gehen wir. Wir haben noch zu tun. Glaubst du noch an mich? Auch ohne Higgs bin ich noch eine Zeitbombe. Ich kann alles beenden, einfach so. Aber was ich will, was ich immer wollte, war ein Teil davon zu sein, dass wir alle eins sind. Was? Sag mir die Wahrheit. Geht's hier um dich oder um Bridget? Es geht um unser Land. Unsere Zukunft, das ist die Wahrheit. Es gibt etwas, das du wissen musst, Sam. Als du im Osten warst, habe ich dich von hier aus besucht. Was? Du hast gelogen? Scheiße. Weißt du, was ich anstellen muss, um herzukommen? Du wärst sonst nicht gekommen, Sam. Du hattest kein Interesse an Amerika oder Bridges. Aber eine Sache war dir nicht gleichgültig. Etwas, für das du bereit warst, einen Kontinent zu überqueren. Ein Grund für den Aufbau der UCA. Es war Die Hard Mans Idee. Großartig. Also bin ich Mario und du Prinzessin Peach. Du hast recht. Dieses Land war mir immer scheißegal. Ich habe zu absolut nichts eine Bindung. Nur zu dir. Tut mir leid, Sam. Aber am Ende hat es funktioniert. Ich schätze, das hat sich erledigt. Ich weiß, dass du Fragen hast, aber können wir das verschieben? Auf später? Na klar. Gehen wir nach Hause. Wie stellen wir das an? Springen wir wie Fragile? Nein, wir nutzen den Strand. Wir rennen zusammen. Rennen? Ja. Wie Mario und die Prinzessin am Strand. Warte hier, okay? Tja. Präsidentin Bridget Strand, du hast mich also endlich an den Strand eingeladen.
erinnerst du dich? Ah. Es ist dieselbe Waffe. Okay. Und jetzt bringe ich mit ihr die Dinge in Ordnung. Du solltest die Welt wieder vereinen. Und nicht kaputt machen. Also schön. Dann tu es. Es gibt keine Sühne. Nicht für uns. Gib mir mein Bibi wieder. Du suchst hier am falschen Ort. Tut mir leid, ich wollte dir keinen Schreck einjagen. Wo bin ich? Östlich vom Teergürtel. Dein privater Raum. Du darfst dich bei Amelie bedanken. Wo ist sie?
Das wissen wir nicht. Ist sie nicht zurück nach Osten? Nein, sie hat dich versorgt und uns dann über das Haku eine Nachricht hinterlassen. Und was hat sie gesagt? Ich werde beenden, was Bridget begonnen hat. Nur das und dann weg. Bridget. Ich habe Bridget am Strand gesehen. Sam, bitte. Du hast ihre Leiche doch selbst verbrannt. Sie wäre nicht am Strand geblieben. Unmöglich. Nicht einmal am Strand ihrer Tochter. Check die Protokolle. Die hast du doch, oder? Tut mir leid. Wir haben nichts dazu. Unsere einzige Aufzeichnung ist in deinem Kopf. Woran erinnerst du dich noch? Dieser Typ war auch da. Cliff. Er nahm Dai Hartman als Geisel. Den Direktor? Den Inhalt glaubst du mir? Na, das würde erklären, wieso wir so lange nichts mehr von ihm gehört haben. Okay. Er war mir immer suspekt. Aber so langsam kristallisiert sich ein völlig anderes Bild heraus. Etwas hat mir nämlich keine Ruhe gelassen. Wir sind von der Annahme ausgegangen, dass Hicks Cliff kontrolliert. Aber das kann unmöglich korrekt sein. Denn Hicks ist aus dem Spiel und Cliff macht immer noch Ärger. Du hältst Cliff für den Drahtzieher? Ja. Wahrscheinlich hält er Amelie und den Direktor am Strand gefangen. Dann muss ich dorthin. Augenblick. Wo ist Fragile? In Sicherheit, hier bei uns. Aber solange du da drüben bist, kann sie dich nicht zum Strand schicken. Was? Du musst das verstehen, Sam. Als du bewusstlos warst, hat sich die Lage drastisch verändert. Wir erklären dir alles. Versprochen. Aber ruh dich erstmal aus. In Ordnung? Scheiß auf Ozone. Ich gehe zu diesem Strand. Und Klein Lou braucht wohl auch keine Pause, richtig? Sam, du hast uns geholfen, das chirale Netzwerk von Küste zu Küste auszubauen. Und dich um Hicks gekümmert, den Erzfeind der UCA. Ohne dich wären wir niemals so weit gekommen. Doch eine letzte Sache bleibt noch. Natürlich. Wir müssen einen neuen Präsidenten vereidigen und eine funktionierende Regierung aufbauen. Erst dann ist Amerika wieder vereint. Spar dir das für jemanden, auf den es interessiert. Mein Teil ist getan. Scheiß auf Amerika. Wir haben jetzt größere Probleme. Verstehe, Sam. Die Regierung ist momentan unsere geringste Sorge. Cliff hat Amelie. Also könnte es schon morgen nichts mehr zu regieren geben. Sofern es einen Morgen gibt. Wieso sind wir da nicht da draußen und unternehmen etwas? Egal, was sie ist, wir holen sie zurück. Du hast recht. Amelie zu retten und das sechste Aussterben abzuwenden ist ein und dasselbe. Aber das wird erst dann möglich sein, wenn du zurück in den Osten kommst. Es steht uns natürlich nicht zu, dir Befehle zu erteilen. Aber glaub mir, es ist wirklich der einzige Weg. Sam, alle sind hier außer dir. Fragile hat uns ins Hauptquartier zurückgebracht. Geht's dir gut? Ging mir nie besser. So viele Menschen in so kurzer Zeit zu transportieren, ist für mich neu. Mama? Nein, Lockner. Ja, ich bin auch hier. Dachte mir, ich könnte helfen. Wir warten alle auf dich, Sam. Auf keinen Fall schleppe ich mich den ganzen Weg zurück. Komm schon, Fragile. Los geht's. Ich kann nicht, Sam. Und das nicht nur, weil ich am Ende bin. Die Strände sind zu gefährlich geworden, um Leute zu transportieren. Es gibt immer häufiger chirale Spitzen. Vielleicht infolge der landesweiten Erweiterung des Netzwerks. Zu viele Strände teilen sich denselben Raum, Verbindungen überschneiden sich und so weiter. Man kann sehen, wie sehr es das Netzwerk selbst belastet. Unter diesen Umständen ist ein Sprung über einen Strand zu gefährlich. Selbst wenn ich einen Strand erreiche, ist nicht vorherzusehen, wo ich auf der anderen Seite lande. Und ich könnte dort festsitzen. Darum kann ich auch nicht zu dir. Doch wenn ich den Eingang des Strands erreiche, könnte ich dich wohl dorthin bringen. Die Strände,
sind immerhin noch da. Das kann ich persönlich bezeugen. Also ja, du musst dich den ganzen Weg dorthin zurückschleppen. Aber danach, das verspreche ich, bringe ich dich zu Amelie. Direkt an ihren Strand. Ihr beide habt eine ganz besondere Verbindung. Dein Traumfänger, ihr Kipu. Das sind nicht nur Schmuckstücke. Es sind einmalige, unersetzbare Totems. Verkörperungen eurer gemeinsamen Erinnerungen. Zwei Seiten einer Münze. Der Preis für den Eintritt zu ihrem Strand. Traumfänger gehen auf die amerikanischen Ureinwohner zurück. Auf den Ojibwe-Stamm, um genau zu sein. Sie hielten angeblich Albträume fern und veränderten die Träume. Wenn Dooms wirklich Amelies Geschenk an uns ist, ihr Traum von unserer Zukunft, dann ist dein Totem vielleicht ein Aufruf, sie zu verändern. Es ist ein Test für dich, Hoffnung zu finden inmitten der Verzweiflung. Während wir auf dich warten, suche ich am Strand nach Amelie und dem Direktor. Bestimmt ist meine Bindung zu ihnen zu schwach, aber es ist besser, als untätig herumzusitzen. Ich versuche, in den Aufzeichnungen etwas über die drei zu finden. Vielleicht ist ihre Verbindung stärker als gedacht. Wir warten auf dich. Der Heimweg dürfte leichter sein, oder? Komm zurück in den Osten, den Weg kennst du bereits. Und wenn du hier bist... Oh. Meiner. Jetzt verschwinde von dort und geh nach Osten in Richtung Lake Knot City. Diesmal ist keine Fracht auszuliefern. Vielmehr bist du die Fracht. Das ist die Mission. Ekelhaft. Tja, okidoki. Das machen wir dann halt erst beim nächsten Mal. Junge, 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 Junge. Also, ganz schön viel los gewesen. Mehr dann halt beim nächsten Mal, ne? Also, bis dann. Ciao.